Hallöchen, meine Damen und Herren, ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, CS2 ist jetzt da. Insteam selbst sieht das Ganze so aus, CS2 nicht mehr Global Offensive und ich will die Geschichte jetzt zum ersten Mal starten. Ich drücke auf Play, man wählt nichts mehr aus, es geht einfach direkt los. Schauen wir mal, was sich verändert hat. Gerade gestern haben wir noch gestreamt mit der Beta und mein Rank fast um 1000 verschlechtert. Oh, look at this dude. Also ähnlich wie die ganze Zeit auch, Inventory. Haben wir was? 2 plus. Music Kid Valve CSGO. Kuss geht raus an Volvo. Oh, Global Offensive Patch. Das ist ja eine richtig geile Meile. Ich nehme an, für alle, die halt vor dem Release jetzt hier eben schon Global Offensive hatten, die jetzt zu CS2 erst einsteigen, werden das wahrscheinlich nicht haben. Ist das hier auch schon die Mucke, die ich hier vernehme? Hm? Und warum ist der Skin kaputt? The fuck? Haben die den... Der sah letztens aber richtig bescheiden aus. Jetzt sieht er komisch aus, aber krass komisch irgendwie. Haben die da rumgefuchtelt? Warte, ist der Schleier weg? Ist der Schleier bei allen weg, bitte? Na also! Das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Der scheiß Schleier ist weg. Wisst ihr noch, dieser kackige graue Schleier, der eigentlich auf allen Skins irgendwie drauf lag, die besonders cool ausgesehen. Oh mein Gott, das... Ist das hier nochmal anders? Ich glaube, es ist nochmal anders. Oh my God, it's just game. Guckt euch auch mal die Vorschau hier drin an. Die Vorschau sieht ja richtig fancy aus. Gut, er sieht ein bisschen aus wie so ein Knetkopf. Aber der Rest, guck mal, der... Oh, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ach du Scheiße, Herr. Also da haben sie es aber ordentlich kochen lassen, die Gauner. Wobei ich sagen muss, es ist so ein bisschen verspielter jetzt. Comichafter, so in der Ansicht. Es ist schon noch der ganze alte Kruscht. Aber es könnte auch genauso am Handy aussehen. Es ist so ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen weicher und eben halt... Ich weiß auch nicht, verspielt also diese Vorschau. Jetzt nicht das eigentliche Anschauen, aber das hier sieht aus wie aus einem Handyspiel jetzt, oder? Die Beleuchtung und alles? Oder kommt mir das nur so vor? Es ist irgendwie nicht zwingend schlecht, aber es ist anders. Oh mein Gott, ey, guckt euch an, wie geil die Waffe aussieht. Leck mich am Ärmel! Kommt die Handschuhe. Oh, so eine geile Meile. Ach du Schissel. Also sie haben auf jeden Fall noch richtig was an den Skins gedreht, aber hallo. Komm, Skullcrusher, die war auch richtig. Ja, geil. Also da waren überall da war so ein scheiß Schleier drüber auf den Teilen. Ich bin hin und weg. Ist das geil. Ist das alles wieder on point. Was können die Prinzen? Allererstes Knife. Kuss an Prinzenrolle. Ja gut, die Prinzen sind jetzt, weiß ich nicht. Das freut mich echt, dass die Hyperbeast wieder vernünftig aussieht. Weil ich spiele, wie man hier sieht, halt einige Hyperbeast-Skins, auch die anderen alle. Und dann sehen die einfach so hingeschissen aus. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Sahen hingeschissen aus. Loadout-mäßig. Nach wie vor denke ich so wie... Okay, ja, es macht Sinn. Mhm. Aber was ist bei Play? Premier, aha. Kein Rank mehr, war irgendwie klar. Competitive. Mit den einzelnen Ranks auf den Maps und keinem eigenen Competitive Rank, so wie es aussieht. Gut, gut. Das heißt, also ich gehe mal davon aus, dass das ja dann der Main Rank sein wird, der Premiere Rank. Hier hat man dann nur die Ränge auf den einzelnen Maps. Dann hier Wingman. Wo ist mein Wingman-Rank? Ich sehe hier keine Möglichkeit, irgendwie einen Rang zu sehen. Auch scheinbar kein Map-Rank. Aber mal gucken, was hier da auch noch hinkochen werden. Casual, einfach wie immer, Deathmatch noch und Private Matchmaking. Bei Practice wird man den gleichen Kruschel haben wie die ganze Zeit auch. Replay Training Day, keine Ahnung, was das ist. Ich nehme an, so eine Bot-Mission oder halt wie bei Go eben auch, diese kleine Demo-Version oder was. Was ist das hier? Server Browser? Ah, Community Servers. Ja, geil. Der Store ist hier... Was ist hier denn los? Oha, oha. Okay, okay, okay. Erstens mal, wir fangen hinten an. Leichter. Unterteilung. Ihr habt hier direkt die Tools. Gut, die man sonst eigentlich auch direkt gefunden hat. Einen guten alten Markt. Was, wenn ich jetzt hier draufklicke? Ah, dann geht Steam auf. Das seht ihr leider nicht. Da könnte ich mir jetzt halt dann Kisten kaufen. Macht Sinn. Also so wie damals eben auch der normale Steam-Markt. Okay. Paris. Major. General. Aber wenn ich jetzt hier draufklicke, dann geht schon... Dann kann ich jetzt hier direkt reinjallern. Okay, okay, okay. Und Home. So, Weekly Care Package. Okay, also wenn man das erste Teil voll macht, kriegt man hier so ein Care Package rausgejallert. Das ist ja richtig geil. Das sind die neuen und populären Geschichten hier. Man kann auch auf See More drücken und dann ist man hier bei General. Und dann gehen wir so. Und dann hier unten nochmal Paris-Kram, also wo sie halt einfach diese neuesten Sachen reinplagen. Okay. Und News, so wie eben, ja, das war ja davor schon so. Wie sieht es hier, wenn man... Ah, okay, man hat hier immer noch Zoom-Button hold. Ich dachte, es wäre irgendwas komplett krass Neues dazugekommen. Es ist noch genauso wie davor auch. Man kann sich jetzt seine Matches angucken. Oh, Leute, guckt da nicht hin. Hört auf, da hinzugucken. Das ist der Stream von Dienstag gewesen. Los, 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 los. Oh Gott, das hat so weh getan. So, ja, aber eine Sache will ich jetzt aber unbedingt sehen. Wo sind die Ränge? Wo ist die Rangübersicht? Sag mir nicht, ich sehe meinen Dingens-Rank nicht. Dann flippe ich ein bisschen hier. Dann flippe ich hier beim Kreis, mein Freund. Was?
okay, der Beta-Rang wird wohl doch nicht aufgeführt oder es wird noch irgendwo nachgereicht oder ich habe es noch nicht gefunden, keine Ahnung. Es hätte mich sehr gefreut, wenn ich jetzt hier einfach auf Beta-Rang hätte schalten können, um zu gucken, wie ich in der Beta halt gerankt war, obwohl ich es auch noch genau weiß. Ich war auf glatt 10.000, weil wir ja halt in dem einen Stream so reingeschissen haben. Ja, ich hoffe ganz fest, dass in Zukunft aber zumindest die alten Ränge da stehen bleiben. Also sonst wiederum, finde ich, macht es keinen Sinn, das mit dem ganzen Gerängel zu haben, wenn dein Rang jedes Mal komplett verschwindet. Ich will schon zurückschauen können. Wow, vor 3 Jahren, da war ich so und so. Und letztes Jahr war ich so und so. Das ist wichtig. Ach so, und bevor ich es vergesse, natürlich mache ich jetzt mal noch eine Kiste auf. Ich will sehen, wie das jetzt hier im neuen Counter-Strike so aussieht. Habe ich zufällig eine rumfliegen? Ja, oder? Ach ja, guck mal. Recall, Snakebite oder Revolution? Komm mal kurz rein. Okay. Alles scheiße. Die Headshot ist schon irgendwie nice. Ja, die wird's hier. Gehen wir mal rein. Das ist natürlich jetzt dieses theoretische Anfängerglück, weil es ist ja jetzt ganz frisch CS2 neues Spiel. Und dann bin ich ja eigentlich ein Anfänger. Wenn man so will. Komm, gib mir ein Knife auf. Hopp. Na also! Absolut geiler Skin. Holy shit. Holy shit. Look at this dude. Loadout, sofort reinmachen. Die ist sogar 4,50 Euro wert. Wir sind noch im Plus. Dann kann man noch eine aufmachen eigentlich, ne? Ich habe einen 10er aufgeladen, mehr geht sowieso nicht. Ich mache jetzt noch eine auf und später im Stream dann auch noch 2, dann habe ich perfekt aufgeteilt. So, gönnen wir die Geschichte. Nochmal Anfängerglück, die zweite. Ja, das ist, schade. Ja, Leute, ich werde jetzt reinscheißen. Ich denke, ich mache jetzt Stream an. Da wird richtig reingecrypt. Let's go. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.